Und damit begrüße ich euch herzlich zu Part 52 von GTA 4. Mein Name ist Cooper Quarus, wir haben sehr die Ehre, für dieses Part aufnehmen zu dürfen. Und im letzten Part gab es nur Mafia, Mafia, Mafia und Mafia auf Mafia mit Mafia. Ja, wir arbeiten für die Mafia-Familie, dann für den Mafia-Guy, dann für diesen alten Mafia-Sack, der kurz vorm Verrecken ist. Irgendwie jetzt gerade ist so die Mafia-Ära für Niko Bellic angetreten. Von daher wünschen wir ihm da natürlich alles Glück der Welt. Und sind gespannt, in welche Richtung das geht. Genau, wir haben im letzten Part für einen Herrn Gambetti, einem alten Sack, der im Sterben liegt und seit 50 Jahren eigentlich große Teile der Stadt kontrolliert mit seiner Mafia. Gang jetzt einen Auftrag bekommen, einen Mann zu beschützen, der eine Rede gegen die Russen, die Feinde der Gambettis halten will, da wir natürlich mit Dimitri und den Russen auch einen großen Feind haben, treffen sich dann, Feind meines Feindes, mein Freund, wie man es schön sagt, und jetzt arbeiten wir zusammen, um den Russen eins auszuwischen. Tja, tut mir leid, dafür musst du jetzt überfahren werden. Mein Beileid. Was will ich denn jetzt machen? Mit dem Reden, ins Auto einsteigen? Was genau wollen Sie von mir? Niko Bellic, right? Yeah, that's me. Stay in convoy with us all the way to City Hall. All right? Sure. Okay, ja, wir müssen den Wagen wechseln. Verstehe. So, da müssen wir natürlich auch schon wieder drauf achten. Nice Musik, aber leider. Nein. John, how are you? John? Of course. Well, I'm coming to see you as soon as I've delivered the speech. Don't say that, John. You'll be feeling like a teenager again in no time. Those are the wonders of modern medicine. Huh. Oh, I'm gonna bring up everything we discussed. When I'm done at the podium, Mayor Ochoa is gonna be dedicating half his annual budget to cleaning this problem up. He doesn't want to start getting reckless with the lives of Liberty City voters. Music will set you free. Especially if you can get it without paying the artist. No, John. If it's your problem, it's my problem as well. Hm. Take a deep breath, John. I was down at Mason at 9 the other night with the other Brits and the DJ. That's it. On and the place went, well, really flat, actually. It's an awful. I'll talk to you later. Okay. Da scheinen wir den einen Redner direkt bei uns im Wagen zu haben, ne? Der mittige Wagen. Diese Umleitung ist ganz, ja, zufällig gesperrt. Another roadblock? This definitely wasn't mentioned on the traffic report. I'm gonna go and move the barriers. Der wird jetzt drauf gehen. Yep, und schau. Come on, Mr. Jefferson. Let's get out of here. Warum zu Fuß? Okay. Oh Gott, deswegen zu Fuß. Dafür werden wir sorgen. Dafür werden wir. Oh, ist das einer von unserem Geist, ja, auf den ich gerade geschossen habe. Da werden wir natürlich die schöne Diege wieder in Action bekommen. War natürlich klar, dass wir hier ganz viele Feinde haben werden, dass das gar nicht so smooth läuft. Wer hätte das gedacht? Sogar mit dem Bus haben sie jetzt hier die Straße blockiert. Von wo ist denn... Ah, von da oben. Verstehe. So, jetzt ist da noch einer drüben. Die Diege ist echt eine geile Waffe, muss ich sagen. Packs a punch, as they say. Los, zeig dich, Schnuggi. Und schau. Unnötig Damage. Los. Was waren die anderen überhaupt da oben oder so? Ich weiß nicht mal, wo die sein sollen. Oh, das war ein schöner Headshot. Wo bist du, das Stück Scheiße?
Ah, auf dem Berg sind die, warte. Und schau. Ah, sehr gut, Nico. Fucking One-Tap-Maschine hier. Los. Put, 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 komm raus, los. Los, ich will doch nur spielen. Lala. Schön in die Hand. Bye, bye. So. Ja, kriegen wir hin. So, da waren sie doch noch gut aus. Richtig. Thanks for the advice. American gangsters, I folks like these men really want you dead, Mr. Jefferson. Häng die Verfolger ab. Perfekte Musik. Da, da, da. It's been a long time. I got you on my mind. Long time. Long time. Wie kann ich die Waffe wechseln? Ah, da X was. Long time. So. Wie kann ich die Waffe nochmal. So. Ja, passt. Ja, haben wir doch easy abgehängt. Wenn nicht, dann droppe ich hier noch eine Granate zur Sicherheit. Und. Putz! Bring Bobby Jefferson in Sicherheit. In Europe, the politicians are as crooked as a gangster. They don't understand that things are different here. Yeah, sure. You are as clean as the British. I'll explain that important cultural difference to one of these Russian gangsters if our paths cross. Natürlich, natürlich. Wir wissen es, in Europa sind alle korrupt, in den USA sind alle gute Menschen. Rein wie gefallener Schnee. Das ist ein schöner Vergleich. Nein, überall. Ich würde so weit gehen und sagen, die meisten Politiker, die zumindest etwas zu sagen haben, sind alle zu einer gewissen Weise korrupt oder zumindest korrumpiert. So. Zack. I don't know who you are, but you got me here. Goes to show. Some immigrants have the best interest of the country in their hearts. I'll tell John you did well. Ja, ne? Sehr schön. 500.000. We did it. Du hast ein Vermögen von 500.000 angehäuft. Yay. Sehr schön. Das heißt, wir können diesen Part in den Modepart verwandeln. Ui. Mr. Grovelli, I took that friend of yours to City Hall. He should be giving a speech any minute. Yeah, good. Heard you had some trouble along the way. You can always rely on those Russians. Try something. How are we supposed to compete with these immigrant criminals when they want it so bad? You're working with me, aren't you, Mr. Gravelli? See you later. Wie gesagt, ich meine, in jedem anderen Land ist es auf irgendeine Weise, wenn es dieses Argument kommt, so, meh, aber ja, aber halt fucking in Amerika, das Land, was auf Immigration aufgebaut ist, jeder einzelne dieser Menschen, die hier steht, ist ein Immigrant. Die einzigen Menschen, die keine fucking Immigranten sind in den USA, sind die fucking, was ist denn, Dwayne? Scheiße, Mann, du rufst nicht an und sonst auch keiner, ich bin richtig einsam, buhu. Vielleicht hättest du mich abknallen sollen, anstatt Playboy. Ja, hast du recht, voll leise. So, oh, da ist jemand. Wo? Ach, zeigst du mir auf der Map. So, da ist jemand. Da ist er noch mit dieser emotionalen Erpressung mit, ich hätte sterben sollen. Ah, Mann, Dwayne, heul leise, so. Och nee, nicht die schon wieder. Oh, lass mich doch in Ruhe. Hey, Mister. Oder ist es eine andere? Hey, Mister. Got some junk? Okay, ist eine andere. Oh. Shit. I'm really starting to Jones pretty bad. Come on, you know you want a tasty burger? Old enough. No, I didn't mean like that. Didn't you get a home or something? Ain't you got a life? Or do you always have to interfere in other people? I'm sorry. Later. Hey, Mister, come back here. I'll fuck you for $5. Alter. What's wrong with you? I need junk. I need money. You shouldn't be fucking strange men for money. I'll give you some money. I need junk.
more than money. I know a place where we can get some. Will you take me there, mister? Will somebody fucking Please? Buy something? Come on, then. Ernsthaft, wir bringen ein Mädel zu einem Dealer? Oh Mann, Nico, warum machst du das? Warum machst du das, Nico Bielik? Bringe Marnie zum Dealer. Ach Mensch, das ist doch nicht gut. Ganz und gar nicht gut. Mensch, hier haben wir schon. Why don't you ease up on this stuff? Go to the center, get yourself clean. You don't want the substance controlling your life. What the fuck? People just try to tell me what to do. Go to school, read this, practice that. Fuck me. I hate everyone. Just leave me the fuck alone. Leave you alone so you can sell your ass for some junk? Yeah, well, I'm happy where I am. I was, at least. When my habit was 5 bags a day, I could survive off panhandling. If you can't get the money together, then maybe you should cut back on your habit. I can get the money together. It just takes a little improvisation, like finding you in the park. I knew you'd help me. How's that? I don't know. Something in your eyes. You look like you've got a good heart. I don't know about that. You do. Those guys would have fucked me and left me by the side of the road already. You're nice. What's your name? Nico Bella. Nice to meet you, Nico. I'm Marnie. Man, I'm jonesing. Hard. It's been too long. Fuck. This shit is in control. Think about going to a clinic. Turn into some methadone zombie? I don't think so. I quit. I do it cold turkey and by myself. Not that I want to quit. I'm having too much fun. You seem to be having a great time. Meine Güte. Ja, da wäre ein schönes Thema, Drogenkonsum. Ein sehr kontroversfreies Thema. Also Leute, wie gesagt, ich bin ja ein Mensch, der immer wieder sagt, jeder soll machen, was er will. Ne? Wie gesagt, zum Beispiel, ich bin auch kein Moralapostel, der sich dann irgendwie einmischen möchte. Einmal hat mir eine Person gesagt, die ich gut kenne, so, ja, ich rauche, ist das ein Problem für dich oder so? Ich so, nee. Für mich ist das kein Problem, ich finde es nicht gut, dass du das tust. Also, wenn es zum Beispiel wirklich meine Mutter, Vater oder Schwester wäre, dann würde ich sofort sagen, so, nein, auf gar keinen Fall, da würde ich sogar etwas dagegen tun. Oder halt theoretisch eine Partnerin in der Zukunft oder mein Kind in der Zukunft. Aber das sind auch Menschen, die dann wirklich, wo ich ein Recht habe, irgendwie versuchen zu sagen, ne, ich da nicht einfach tatenlos daneben stehen kann. Hey, this is it. You got the cash? Here you go. Good luck to you, kid. You need it. Thanks, Nico. You're real sweet. Shit-faced and grinding on. Oh, Mann, Alter. Next time, stay out of my way. Mega Corporation Eris has issued a statement defending its use. Das ist echt gar nicht gut. Ich geh nirgendwo hier in den Modeshop. Oh Mann. Gut, dann suche ich mir mal kurz ein Taxi raus. Taxi! Ja, zum Taxi. Nein! Taxi, habe ich gesagt. Meine Phrase. Irgendwann werden wir auch so eine Corvette klauen. Und die werde ich definitiv dann auf einem Parkplatz deponieren. Schön die Sammlung von schönen Autos. Aber ja, also wie gesagt, Leute, ist halt. Was soll ich sagen, ne? Ich meine, bei den meisten Menschen sage ich dann ganz klar so, ey, das ist deine Sache, ich bin weder dein Vater noch deine Mutter noch sonst was. Ja, ist zwar richtig dämlich, aber mach was du willst, also. Ist zwar sad, aber kam jetzt mal an die Frage, kann man die Klamotten überhaupt doppelt kaufen? Ich glaube, die habe ich jetzt nicht, oder? Ja, ich kaufe jetzt aber alles, was ich theoretisch kaufen kann. Mustard und Onyx. Aha. Ja, bin ich mir sicher. Cream and Carbon. Was ist eigentlich? Kann ich das einfach nochmal kaufen? Okay, ich kann es wirklich einfach normal laufen. Kaufen. Das ist nicht so gut. Mhm. Danke dafür, für das Kompliment. Aber quasi
Generell gesagt, natürlich, sei... Wo ich so sage, so... Ey, solltest du... Ich meine, es ist fast offensichtlich zu sagen, aber ich würde bedenken, so... Sollte man auf gar keinen Fall machen, ne? Also ist halt... Nicht wirklich... Wie soll ich sagen, intelligent einfach. Es ist alles... Ich kaufe einfach alles, was ich nicht aufzeige. Ich habe ja genug Geld. Ich habe ja genug Geld. Aber wie gesagt, so aus wie Sonnenbrillen oder so, gibt's hier irgendwie nicht, wenn ich ehrlich bin. Braune Slippers. Wildlederschuhe. Schwarze Wingtips. Wir kaufen aber jetzt alles ein hier. Fucking Shopping Stream. Braune Wingtips. Mhm, dankeschön. Und deswegen ist es sehr traurig, weil man sieht ja wirklich, wie die Substanz einfach ihr Leben komplett kontrolliert und sie da wirklich ja, nichts dagegen tun kann. Und wo es einfach traurig ist, wo man sagt, okay, klar, ich habe jetzt kein Recht, dich davon theoretisch abzuhalten, auch wenn du etwas Illegales tust. Es ist so ein bisschen, habe ich das Gefühl, eher, ja, ist halt... Wie soll ich sagen? Naja, die Entscheidung der Person dann. Das sieht ja richtig hässlich aus, ey. Slide-Anzughose, Carbon-Anzughose. Mhm, Charcoal. Espresso, okay. Mhm. Also, Espresso, Charco, was war's? Hier sind nämlich irgendwie drei Farben. Ja, ich nicht. Weil ich sehe hier nirgendwo, wo ich eine Sonnenbrille jetzt kaufen könnte. So, das, was wir immer hatten oder nicht? Egal. Ja, ich habe jetzt aber alles gekauft, was ich kaufen kann. Hm. Steht jetzt wirklich irgendwie im Slavic-Shop oder so? Hm, gute Frage. Dann gehen wir nämlich mal. Wir gehen alle. Nein, fahr nicht weg! Ah. Verdammt! Und es ist, ich würde sogar so weit gehen bei bestimmten Sachen, ne? Ich meine, wir alle wissen ja. Weiß ich, Bayern, wenn ich das von Bayern sage, der flippt dann irgendwie wahrscheinlich im Kreis aus oder so. Aber so, Leute, ne, ist ja. Alkohol ist auch eine Droge und auch eine ziemlich gefährliche Droge. Auch nicht so eine gute Sache. Und das Ganze mit dem Marihuana ist ja nicht so gefährlich. In den meisten Fällen wie Alkohol. Weil Menschen nicht verdammt aggressiv werden oder sonst was in den meisten Fällen. Ah, das auch, warte mal. Ich werde natürlich in dem Laden einkaufen, aber ich werde mir den Wegpunkt hier zu dem Freund setzen. Bin ich auch mal gespannt. So, kaufen wir jetzt hier auch im russischen Laden weg. Ah, hier sind die Brillen. Jetzt irgendeine gute Sonnenbrille. Das ist doch auch so ewig, dass er die Brille wechselt. Das macht es noch viel nerviger, nach einer Brille, passende Brille zu suchen. So. Das sind wirklich nur zwei Brillen, oder wie? Ja, das sind gefühlt nur zwei oder drei Brillen, wunderbar. Und? Ja, das sind nur zwei Brillen, wunderbar. Und ich weiß auch nicht, ob es wirklich bringt, diese Hosen. Halt hier die Kopfbedeckung ist ganz lustig. Gut, gut. Das auch, hier, ja.
So. Zumindest so ein bisschen doof, dass wir dann immer wieder das gleiche kaufen können, aber ich weiß es echt nicht, ob ich diese Sachen alle kaufen brauche oder so. Ich glaube nicht, dass wir das jemals dass ich das jemals freiwillig tragen würde. Deswegen. Die Sturifil und so, das sieht alles ein bisschen billiges Fuck aus. Ja. So. Da drüben ist eine Person, die wir helfen können. Comrades! Excuse me? Didn't I see you at Comrades, pal? Where? That bar. Mickey's place. I'm sure you was one of those commie bastards who used to come in there. I remember you. Yes, you were the drunk guy who fell over. That's about right. I was a mess. A mess. But I'm all sorted out now. I'm over that shit. Good for you. Yeah. Yes, sorry. I'm a new man. Not dependent on anything. No more drink. No drugs. Even gave up hookers. Was? Everything. Good. Why are you telling me this? It's good to share. Cool. I'm a positive person now. Positive. Mm-hmm. I threw with problems. Now they are just opportunities. Well, good luck with your opportunities. I've got to go. Oh, no, wait. I know this is a lot to ask, but I was wondering. Oh, man. I owe a guy some money. From my drinking days. And he's kind of angry. I don't suppose you could come along and keep him cool. I'm going to pay him back. Please? Okay. They're just off Montauk in an alley. Besorgt ein Fahrzeug. Ja, Nico ist einfach zu nett. Das ist das Problem. So, Musik wechseln. Ja. You'd be amazed by the things I've been doing since I cleaned up. I'm waking up before dawn, for Christ's sake. Obviously, the DTs hit me pretty hard when I first got sober. I bet they did. Shit, I couldn't hold a glass of water without spilling it all over myself. And you should have seen the can after I was done with it. Oh, like the fucking sprinkler had gone off. Dry now, all. Dry as a bone. Hoffen wir es mal. Weil selbst wenn Leute davon wegkommen, ne, man kann auch wieder zurückgehen in alte Gewohnheiten. Can you clear things up with him? Don't worry. I'll make sure everything's cool. Oder wir töten den nächsten. Money, my friend here owed you. He doesn't want no trouble. You think money's gonna do it? Do you, Mel? Can't you remember coming over to my place, throwing the TV out the window, pissing all over my couch? Slumber kicked me out on the street. You got a lot of debt to pay, Mel. Mel ain't nearly hit rock bottom yet. I was done with myself drunk ass weeks ago. Natürlich ist das nicht mit Reden vorbei. Tja. Hole Mel ab. You don't need to worry about those guys no more. You're a saint. A real positive person. Sehr gut. Bring ihn jetzt nach Hause. That shook me up, man. Wieso, ich wusste es doch. Leute, denen man Geld schuldet, einfach umbringen. Das ist irgendwie das, was GTA 4 mir gerade beibringt. You'll be okay. Just chill out. Yeah, you're right. Just chill out. Baby, just one drink would calm my nerves. That's not what I meant, friend. That stuff is what got you here in the first place. Sure, sure. Yeah. Serenity. Deswegen, das ist ja das Traurige, das passiert ja so häufig. Selbst Leute, die es schaffen, über Drogen und Alkohol wegzukommen, selbst nach einem Jahr, selbst nach 10 Jahren, können wieder zurückfallen oder so. Deswegen muss man halt richtig stark bleiben jetzt.
Maybe I'll keep a ten spot for myself, though. Who knows what I'll need? So long. Be serene. Na gut. Dann werde ich an dieser Stelle sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Part, wenn ich noch einen anderen Shop besuche. Ich meine, wir haben ja eigentlich, oder nee, wir haben doch schon alles besucht, oder? Ich meine, hier im russischen Laden waren wir. Hier gibt's keine. Wir waren hier in dem Modo, Quasimodo. Perseus. Ich meine, ich kann mich hier im Quasimodo nochmal vollkaufen. Danach werden wir dann aber mal, wir haben uns Gambetti gemacht, dann können wir wieder Bernie machen und dann Phil Bell. Deswegen, danke fürs Zuschauen, wir sehen uns zum nächsten Part. Haut rein, bis dann.